beim Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft WRC in Argentinien zeigte das Weltmeisterteam im Sport eine blasse Leistung. Während Otten Ack für Toyota die Spitze erklomm, musste sich Sebastian Ogier in seinem Ford Fiesta mit Platz 4 zufrieden geben, er behielt aber die Tabellenführung. Elfyn Evans kam hinter Andreas Mikkelsen nur auf Rang 6 ins Ziel. Bei der Rallye Portugal will der Rennstall wieder zurückschlagen und um den Sieg kämpfen. Grund für die schwachen Leistungen sei das Auto, das auf Strecken, die wenig Grip bieten, nicht sehr schnell sein soll. Wenn es wenig Bodenhaftung gibt, straucheln wir etwas, so Wilson gegenüber motorsport-total.com. Das war auch im vergangenen Jahr so. Elfyn hatte in Argentinien letztendlich einen Rückstand von einer Minute. Sebastian Ogier sei im vergangenen Jahr sowohl in Argentinien als auch Wales nicht gut genug gewesen. Deshalb sei das Resultat in Südamerika für Wilson keine große Überraschung. Über Michelin werden wir nicht sprechen, denn alle fahren denselben Reifen, sagt der Teamchef, der sich eine Diskussion um die Pneus verbittet. Es gibt keinerlei Selbstzufriedenheit im Team, das Team habe bereits damit begonnen, die Situation zu analysieren, um Fehler zu finden. Dabei seien bereits einige Ideen entstanden, verrät Wilson. Wir haben eine bessere Einstellung für das Differential gefunden, so der M-Sportchef. Das Resultat ist eine bessere Traktion. Auch an der Radaufhängung wolle die Mannschaft demnächst schrauben. Laut Wilson sind es die kleinen Dinge, die jetzt ausschlaggebend sind. Große Sorgen habe der Teamchef aber nicht. Dass M-Sport nach den drei Siegen in den ersten vier Runden übermütig geworden sei, schließt Wilson aus. Es gibt keinerlei Selbstzufriedenheit im Team, erklärt der M-Sport-Chef. Er gibt aber zu, das hat uns jetzt aber alle etwas feinfühliger gemacht. Wir sind nun bereit für den nächsten Lauf. Ob es bei M-Sport wirklich ein Problem mit dem Fiesta auf Strecken, die wenig Grip bieten, gibt, ist fraglich. Immerhin war Ogier auf der Powerstage in El Condor der zweitschnellste Pilot. Auch auf dieser Prüfung gibt es nicht viel Bodenhaftung. Ob der Einspruch von M-Sport wegen der Strafe auf der Powerstage in Mexiko angenommen wird, soll sich in der kommenden Woche entscheiden. Dem Franzosen wurden wegen eines Vergehens in einer Schikane 10 Sekunden aufgebrummt.